Die Preisverleihung ist verhältnismäßig kurz und schmerzlos. Die ausgezeichneten Mapapus nicht. Denn Jennifer Arndlind näht Mama-Papa-Puppen aus getragenen Shirts. Mapapus nähen wir aus der Kleidung geliebter Menschen. Das ist zu 95% sind das Verstorbene, Kleidung Verstorbener, weil wir aus denen eine haltbare Erinnerung machen. Vor 3 Jahren macht sich Jennifer zusammen mit ihrem Mann Hendrik mit den Mapapus selbstständig. Denn nachdem sie die ersten Stofftiere für ihre eigenen Kinder genäht hat, finden die Tröster immer mehr Anklang. Und für die gelernte Friseurin beginnt eine intensive Zeit. Ich sage oft, dass wir einmal weinen müssen, wenn wir die Kleidung zugeschickt bekommen, weil die Geschichten natürlich traurig und rührend und alles zusammen sind. Und dann weine ich manchmal nochmal, wenn das Feedback kommt, weil es so rührend ist, weil da so viel Dankbarkeit und Glück ist. Und das bestätigt total, was wir machen. In rund 12 Stunden wächst ein Mapapu heran und kostet 280 Euro. Die beiden Familienunternehmer aus Tostedt freuen sich über den Kreativpioniere Niedersachsen-Preis und die damit verbundenen Coachings, Workshops und Impulsreisen. Wir sind ja wirklich ein ganz kleines Familienunternehmen und überlegen uns alles einfach wirklich zu zweit, was machen wir. Hier und da haben wir natürlich immer mal so ein paar Meinungen von außen, aber das ist jetzt hier ganz intensiv da. Nicht nur von den Coaches, sondern auch wirklich von allen, die hier auch mitgewonnen haben. Auch alles wirklich junge Unternehmer, die ähnliche Probleme haben, die ähnliche Gedanken haben. Und das ist total wertvoll. 13 Kreativpioniere sind dieses Jahr ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb wird durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert. Wir möchten erstmal die Vielfalt der Kultur- und Kreativschaffenden in Niedersachsen darstellen. Das ist eine völlig unterschätzte Branche in Niedersachsen. Wir haben über 100.000 Beschäftigte in dem Bereich. Und der Wettbewerb Kreativpioniere soll halt den Mut und den Ideenreichtum dieser Branche hervorheben und Mut machen für die, die noch nicht so kreativ sind, sich zu engagieren. Jennifer und Hendrik wollen, dass ihre Mapapus noch viel mehr Kinder und auch Erwachsene trösten und denken schon über neue Produkte nach.